Wir starten mal ins Game rein. Puff. Wir spielen TPP als erstes. Preparing for the match. Was wir halt immer noch nicht irgendwie hinbekommen haben, ist bei uns einigermaßen, ja, gut zu machen. Sind die teilweise echt noch sehr unangenehm, die Sounds. Also auf jeden Fall nicht hochwertig. Fahrer haben wir hier auch, das ist schon mal ganz gut. Waren wir schon drinne? Hier waren wir. Hier haben wir eine UMP. Eine MP4. Ja. Halt schon ein weiterer Weg, ne? So, und ich würde sagen, wir starten damit langsam rein, weil wird halt kälter, ne? Das war laut. Ja, ich muss jetzt installieren. Okay. Das ist interessant. Ja, sind die Kacke. Also auf jeden Fall mit der Dings kann ich, komme ich ganz gut klar anscheinend. Ganze Leute noch live und ich muss langsam rein. So, 6 geht's mir leiser jetzt. Momentan gibt's nur die Wintermap, soweit ich weiß. Also es gibt einen FPP-Modus hier. Down wahrscheinlich. Ich glaube, das ist aber besser, wenn ich jetzt selbst herangehe. Oh, langsam tut's weh. Das ist der gleiche Anbieter. Hat hittet. Ja.
Und jetzt an den Drop, Leute. Fuck! Das wäre mein Ding gewesen. So, liebe Freunde, das war's mit dem Video für heute. Ihr habt gesehen, ich hatte nicht so viel Zeit aufzunehmen, zu spielen hingegen schon und möchte an dieser Stelle so ein kleines Fazit zu Ring of Elijah nochmal ziehen, da das ja jetzt auch offiziell in EU auf Steam erhältlich ist. Erstmal, es ist ein Spiel, was mir unglaublich viel Spaß macht, was ich halt merke, so seit PUBG das erste Mal so, dass es halt zündet bei mir, weil mir das Spielprinzip sehr gefällt, vielleicht auch das Spielfeeling, was auch daran liegen kann, dass es halt sehr, sehr ähnlich dem von PUBG ist. Muss aber sagen, so Sachen wie mit dem Snowboard zum Beispiel, dem Klettern oder dem Gleiten, sind einfach Kleinigkeiten, die meiner Meinung nach ein bisschen weiter gedacht sind. Trotzdem merkt man, dass das Spiel noch in einem relativ frühen Stadium ist. Das sieht man alleine an den Animationen, an den Sounds. Ich habe ja schon im Video erwähnt, ist noch ausbaufähig, muss man sagen. Außerdem ist das Waffensystem halt sehr, sehr einfach gehalten vom Recoil her, aber auch vom Zielen. Ich glaube, da kann man bestimmt noch die ein oder andere Nuance fixen, um das Ganze ein bisschen angenehmer für den Spieler zu machen. Ansonsten kann ich sagen, es ist kostenlos. Jeder, der PUBG mag, sollte das Ganze mal ausprobieren. Ob es ein langfristiger Ersatz ist, die Spielerzahlen sagen momentan natürlich noch nicht. Aber wir bleiben mal da ein bisschen dran, gucken uns das mal ein bisschen öfter an. Von meiner Seite auf jeden Fall, es ist auch mal schön, was anderes zu spielen, auch wenn ich PUBG liebe ohne Ende. Ring of Elijah macht auf jeden Fall vieles richtig. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich gucke, dass ich morgen mal ein bisschen längeres und ausführlicheres Video mache, vielleicht über PUBG, vielleicht über Ring of Elijah. Ich muss auch mal in die Buddy-Clips-Postfächer wieder reingucken, das hat sich bestimmt einiges angesammelt. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch die Glocke aktivieren, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Bis morgen, haut rein, euer Buddy. Was ist denn das hier eigentlich? Was machen diese beiden Hunde da? Ja, Scotty Goofy. Scotty Goofy, was ist mit euch? Genau das, Brüder.